Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag. Wir haben den Donnerstag den 19. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 11a. Und jetzt geht es um Folgendes. Wir haben hier einen Würfel. Wir haben hier einen Würfel und der wird folgendermaßen dargestellt. Also wir haben hier einen. Wir haben hier ganz einfach einen Würfel. Wir haben hier hinten den Punkt A und hier den Punkt B. Und jetzt wird der genau, jetzt sehen wir hier eine graue Fläche. Das ist die Fläche, wo dahinter liegt. Also auf der linken Seite liegt die Fläche. Die liegt hier hinten. Und auf dieser Fläche haben wir den Buchstaben F. Ja, da ist der Buchstabe F drauf. Und jetzt haben wir hier alle Seiten, also es sind ja 6 Seiten, so ein Würfel. Ich zeichne das ein bisschen. Ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die so ein Quadrat genau so eine Fläche so eine Seitenfläche von dem Würfel darstellt. Die Fläche wird jetzt so dargestellt. Wir haben hier den Punkt A, hier hinten ist der Punkt A und wir haben hier den Punkt Q und hier unten den Punkt R. Hier in der Zeichnung, das ist nicht der Punkt B, sondern anscheinend der Punkt P. Und jetzt geht es darum, dass wir der Punkt P im Würfelnetz, also das wird jetzt als Würfelnetz bezeichnet. Die Skizze da unten, also die untere Skizze wird als Netz bezeichnet. Und wir sollen jetzt den Punkt P einzeichnen, ja. Das ist also die Aufgabenstellung. So, wenn jetzt hier eine A wenn jetzt also A die graue Fläche beschreibt. Und wir dort hinten den Punkt A haben. Bedeutet das Folgendes. Genau, jetzt können wir, das ist jetzt so zu verstehen, genau.
Wir haben jetzt hier eine, also die graue Fläche. Und wir haben hier oben den Punkt A. Also wenn man jetzt in die Skizze hineinschaut, dann ist diese Ecke hier, ich nenne die Ecke E, da befindet sich der hier oben. Ja. Ich denke, wir haben in der ganzen Aufgabenstellung kein E mehr drin. Darum bezeichnen wir die Ecke hier oben als E. Vorläufig, ja. Einfach zur, damit das unserer Vorstellungskraft hilft. Jetzt soll ich die erste Aufgabe, den Punkt P, hier unten in die, auf dem Netz eingezeichnet werden. Wo befindet sich hier der Punkt P? Also wir müssen uns das vorstellen, so vorstellen. Hier hinten, das ist die erste Seitenfläche, das 1. Das ist das hier. Ja, das ist wie wenn der Würfel aufgemacht wird. Oder wir stellen uns vor, dass wir diese Skizze hier unten zusammenrollen. So falten, dass wir zu dem Würfel raufkommen. Jetzt wird das hier einmal gefaltet, um 90 Grad. Dann haben wir hier die zweite Fläche, das ist die Bodenfläche hier unten. Ja. Dann geht es hinten rum rauf, also hier hinten dran. Das 3, das ist hier auf der hinteren Seite. Ja, also auf der Rückseite hier gegenüber, auf dieser Wand hier hinten, das ist die Seite 3. Und Seite 2, das ist hier die Bodenfläche. Ja. Jetzt haben wir also die Seite 3 hinten dran. Das ist die Fläche. Und an dieser Fläche, da ist hier oben das P. Da ist der Punkt P. Dann kommt Seite 4 hier hin. Wenn wir dort sind, jetzt haben wir das also so umgefaltet, auch wieder 90 Grad. Jetzt haben wir also schon mal folgendes Konstrukt. Dann haben wir da hinten weitergemacht. Jetzt haben wir hier nochmal so zusammengefaltet und dann ist das hier so vorgekommen, ja, die vier Seiten. Also man stellt sich das 2 als, halt als Boden vor da. Dann kommt das 1 rauf, ja, wir schauen jetzt von oben runter. Dann kommt das 1 rauf, bildet sich zur Wand. Das 3 bildet... Also wir schauen jetzt den Würfel von oben an. Ja, und dann sehen wir hier direkt auf dem Boden, zum 2. Das 1, das befindet sich da. Jetzt sehen wir das nicht, weil wir das so von oben anschauen, sehen wir die Wand nicht so gut. Oder ich zeichne es so. Wir sehen rein und der Würfel ist so gross, dass wir da von innen die Seitenwände sehen. Dann sehen wir hier so, so zeichne ich 1. Ja, und 1, da ist 2. Das 3 wird aufgefaltet, dann sehen wir hier das 3. Das 4, das kommt dann unten. Das wird nicht aufgefaltet, sondern hier beim 3 entlang. Hier ist die Verbindungslinie. Ich zeichne schon immer die Verbindungslinie ein bisschen stärker ein. Ja, dann haben wir hier das 4, das wird dann auch noch umgefaltet sozusagen. So, wenn wir jetzt 4 umgefaltet haben, dann ist hier oben dran jetzt die neue Verbindungslinie. Ja, das ist. Nein, die Verbindungslinie, das sind immer die da. So, das heisst, jetzt kommt das 5, das ist der Deckel, stimmt das? Wir können hier oben in die Skizze reinschauen, ja, das stimmt. Jetzt wird hier schon mal der Deckel zugemacht, dann haben wir hier das 5 oben drauf. Und dann kommt am Schluss hier über diese Verbindungslinie da hinten noch 6 runter. Ja. Und jetzt, zwischen 3 und 4, befindet sich hier der Punkt P anscheinend. Während da hinten der Punkt A ist. Jetzt gehen wir auf in die Skizze und sehen hier, ja, das sieht eigentlich gut aus. Das ist nämlich zwischen der Seite 3 und 4. Das 3 ist hier oben hinten dran.
Und mit dem haben wir eigentlich das A gelöst. Die nächste Aufgabe geht es dann um eine weitere Herausforderung, ja, die wir hier behandeln. Dann haben wir das auch. Gut.